Hallo Leute und herzlich willkommen zur weiteren Folge von Little Nightmares. Wir haben in der letzten Folge der großen komischen Dame der gelaufen, die immer komisch guckt. Und ich hoffe, also es wird jetzt hier die letzte Folge sein wahrscheinlich von diesem Spiel. Und ich hoffe, das Ende von diesem Spiel ist besser als der Anfang vom Yu-Gi-Oh! Anime, weil da ergibt wirklich gar nichts Sinn. Das war als Kind irgendwie alles noch anders. Ich hab Yu-Gi-Oh! Jetzt neu angefangen und da macht wirklich gar nichts Sinn. So. Aber ist egal. Guck mal, die lebt hier richtig gut. Wir brauchen wieder einen Schlüssel, um irgendwo hinzukommen, um in die Tür mit dem mysteriösen Auge zu kommen. Können wir hier eventuell das Ding wegnehmen? Nö, wir können uns leider das schöne Bild nicht angucken. Guck mal, da ist Ottokar. Ottokar ist an der Wand. Und auf dem Bild da rechts sieht man, dass sie die Einzige mit einem Gesicht ist. Kann mir aber doch vorstellen, dass das eine Hexe ist. Hallo, Sie singen sehr schön. Wollen Sie in den Recall von Deutschland sucht den Superstar? Ist das bitte die Dusche? Ist sie bitte nackt und kann mich deswegen nicht verfolgen? Fände ich top-notch. Wieso guckt sie sich in einem gesprungenen Spiegel an? Schon so ein bisschen weird. Madame? Ich finde sie sehr hübsch. Wollen Sie voll? Was geht? Ist nämlich doch eine Zauberin. I knew it. Da will man lieb mit ihr reden. Und sie verzaubert einen einfach und packt einen in den Imperatorgriff. Ja, ja. War das der Imperator oder war das Darth Vader? Nee, Darth Vader-Griff. Alright, also ich darf nicht zu ihr hin, wie ich gemerkt habe. Das mag sie nicht so gerne. Aber was denn dann? Hat sie einen Schlüssel? Sie hat auf jeden Fall eine... sie ist die Magdalena! Jetzt checke ich, sie hat überall Ebenbilder von sich. Was ich aber nicht checke ist, wie ich an ihr vorbeikommen soll. Ohne, dass sie mich instant tötet. Ganz leise und langsam. Solange sie am Singen ist, hört sie uns schon nicht sehen. Im Spiegel kann sie uns ja nicht sehen, der ist gesprungen. Der zeigt sonst wohin, aber nicht zu uns. Ja, gar keiner da. Mach du ruhig deine... Es sind bestimmt 3 Noten, die sie singen kann. Not bad, Madame, not bad. Ich hab sie sehr lieb. Jetzt sind wir doch safe. So, let's see what we got here. Ob sie das da ist in klein? Wo würde ich denn, wenn ich eine komische Hexenfrau wäre, wo würde ich einen Schlüssel verstecken? Eventuell ja in einer Vase. Was meint ihr? So eine schöne Vase? Tatsache, warum ist da ein Schlüssel drin? Sie ist einfach weg? Warum guckt sie nicht nach? Okay, das macht mir ja noch mehr Sorgen, dass sie einfach nicht nachguckt. Egal, wir haben den Schlüssel. Wir wissen auch, wo wir ihn benutzen müssen. Aber wir wissen nicht, wo sie ist. Okay, das ist ja noch gruseliger. Wenn du nicht weißt, wo dein Verfolger ist. Das ist das Schlimmste. Das ist noch schlimmer, als wenn dich wirklich jemand verfolgt. Du weißt, dich verfolgt jemand, aber du weißt nicht, wo dieser Verfolger ist. Okay, das gibt uns aber Raum und Zeit in diesem Kontinuum, dass wir den Magdalena töten können. So, blöde Hexe, das hast du nur davon. Dein blödes Ebenbild, kannst mich mal... Ja, fuck, ey, die wartet doch... Die wartet bestimmt in dem Kleiderschrank. Die kommt da gleich rausgeschossen und erschreckt mich. Oder sie ist irgendeine Puppe. Oh Gott, ich will ja nicht raus. Oh Gott, was ist sie? Warum ist sie einfach weg? Die springt gleich irgendwo raus. Ich sehe das doch schon kommen. Die kann doch nicht einfach weg sein. Die ist jetzt bestimmt ein Bild drin, wie bei Harry Potter oder so. Habe ich sie da gerade oben gesehen? Nee. Aber ich habe Füße gesehen. Füße habe ich gesehen, Leute. Ich habe Füße gesehen. Ist sie irgendwo hier unten? Die ist einfach weggelaufen? Sie hört die Vase und ist einfach weg? Okay. Wie schon in der letzten Folge gesagt, einfach nicht so viel nachdenken. Und dann ist alles cool in diesem Spiel, wenn man nicht zu viel nachdenkt. Warum ist das hier so dunkel? Und Honey! Und sie hat auch mein... Oh Mann. Sie hat mein Feuer ausgemacht. Ich war das nicht mit der Vase. Das war irgendwer anders. Okay. Na, siehst du mich etwa wegen des Lichts? Das glaube ich nicht. Das kann gar nicht sein. Jetzt ist sie einfach ein Geist, oder was? Gar keinen Bock drauf, dass sie mich jetzt einfach verfolgt. Bitte gehen Sie einfach weg. Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Warum laufe ich so komisch? Die kommt gleich irgendwo rausgeschossen. Wenn ihr sehen könntet, wie ich hier stehe, ey. Ich habe richtig Schiss, dass die gleich... Ich bin schon im Zuckmodus.
bin schon übelst im Zuckmodus. Hoffentlich irgendwo rausgeschossen und das schreckt mich und dann kriege ich einen Herzinfarkt und bin einfach tot, weil ich ein Let's Play machen wollte von diesem Spiel. Ja, ja. Tod durch Let's Play. Das wird auf meinem Grabstein stehen. Easy. Tod durch Let's Play. Little Nightmares. Die kleinen Albträume waren zu groß für ihn. Oh Mann. Ja, hier bin ich bestimmt safe. Bei, unter diesem Auge. Das Auge wacht über mich. Oh, das sieht aus wie eine Tür. Kann man doch bestimmt anzünden oder umschmeißen oder sonst irgendwas. Weise mir den Weg, liebes Auge. Achso, hier geht's weiter. Wir mussten da gar nichts machen. Alles klar. Aber da war schon mal ein komisches Auge, das nix aussagend ist. Und warum sind alle Spiegel zerbrochen? Die muss ja 1 Milliarde Jahre Pech haben. Dann kein Wunder, dass sie so drauf ist, wie sie drauf ist. Wenn die so viele Spiegel zerschlägt. Die Arme. Vielleicht sollten wir ihr helfen und ein paar Jahre... Das war ein Spiegel, der heil war, ne? Ein paar Jahre von ihr abnehmen. Von den Spiegeln, die noch gingen. Ja, guck mal, ein heiler Spiegel. Der einzige heiler Spiegel, den sie noch hat. Sie steht da nicht, oder? War das eben auch schon so? Das ist schon eine Puppe. Oh. Warum? Da steht sie. Okay, ich vermute, wir müssen ihr Spiegelbild zeigen, damit sie weiß, wie hässlich sie ist. Und durch ihre Hässlichkeit kriegt sie einen Herzinfarkt und ist tot. Statt Dizzy Herzinfarkt kriegt sie einen Herzinfarkt. Sie ist einfach unsichtbar. Warum ist sie unsichtbar? Ich weiß auch gar nicht, was ich machen soll. Boy. Okay, also sobald sie uns sieht, macht sie sich wieder unsichtbar und tut dann Geisterdinge. Aber ich gehe trotzdem der Annahme, dass wir tatsächlich da hinten hin müssen. Und dann macht sie eventuell das Holz kaputt, das dahinter war. Ups. Ich kann mich leider nicht hinducken, deswegen sieht sie mich auf jeden Fall. Und ich kann da auch nicht hoch mit meinem Spiegel. Naja, wir laufen einfach mal irgendwo hin. Krieg dich schon nicht mit, dass ich hier bin. Dum-di-dum-di-dum. Alles cool. Willst du nicht ein bisschen singen? Du hattest so eine schöne Stimme. Sing doch einfach dein Lied von Kummer und Leid. What the fuck? Wo ist die Tür hin? War hier nicht vorhin noch eine Tür oder so? Nein? Alles klar. Alles cool, ich hab den Spiegel. Ja, du verfolgst mich, ist mir egal. Ich bin ein kleines Kind, es ist schwarz. Ich seh gar nix, ich werde sterben. Ich bin tot. Tja, dann wirklich gar kein Plan, was ich mit diesem Spiegel machen soll. Aber letztes Mal hat die Giovannimo-Taktik ganz gut funktioniert, deswegen... Giovannimo, I don't care, dass du weg bist. Gucken Sie in diesen Spiegel, ich werde Sie töten. Wo bist du? Oh, warte. Hä? Guck mal, hier ist Licht. Warum ist denn hier Licht? Ach, muss ich sie blenden oder so? Hier, guck in dein eigenes ekliges Spiegelbild. Als ob, das ist ja ein richtiger Endfight oder was? Was geht ab? Alles klar. Gut, ich weiß jetzt, wie ich dich vernichten kann. Ich brauche nur ein bisschen mysteriöses Licht, wo auch immer das herkommen soll. Ist das Gott, der zu mir spricht? Licht. Von Gott, beschütze mich. Weiche von mir, böse Hexe. Du kannst mich nicht besiegen, solange ich diesen heilen Spiegelbild habe. Okay, also dann hatte das wirklich was damit zu tun, dass sie die Spiegelbilder immer alle kaputt gemacht hat, weil sie sich nicht selber sehen will, weil sie eine alte Schachtel ist? Oder was ist der Sinn dahinter? Ich weiß das nicht ganz genau. Oder aber, dieser Spiegel ist ein heiliges Artefakt. Guck mal, jetzt traut sie sich nicht mal mehr an mich ran, weil ich einfach zu krass bin. Ein heiliges Artefakt, das sie nicht lösen kann. Oder sie ist halt einfach viel zu hässlich. Und auch da wieder richtig krass märchenhaft, oder? Das ist doch dieses Schneewittchen-Drama. Von wegen, wer ist die Schönste im ganzen Land? Tja, du nicht, du blöde Hexe. Du bist einfach nur hässlich und doof. Naja, hässlich ist sie nicht wirklich. Sie ist ein bisschen wie so eine Geisha aus Japan. Und Geishas sind ganz schön cool. Aber du kannst mich heute nicht aufhalten. Wie viele Hits hältst du bis da aus? Wie oft willst du dich denn noch ansehen? Bis du zerspringst wie deine Spiegel. Niemals kriegst du mich. Ich habe den Spiegel der Verderbnis. Deiner Verderbnis, um genau zu sein. Na, willst du es nochmal probieren? Waren 6 Mal nicht genug? Oh, jetzt ist der Spiegel aber zersprungen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Bin ich jetzt tot? Ist sie tot? Ist irgendwer tot? Auf jeden Fall ist dieser Toad tot, weil wir haben ihn gefressen. Bist du meine Mama? Mami, bist du es? Mama, ich habe Hunger. Mama, ich habe Hunger und ich will dich vielleicht fressen. Aber sag mir zuerst, bist du meine Mama?
bist du vielleicht auch mein Papa. Oh, ich habe halt wirklich Hunger. Als ob wir sie jetzt... Ey, nee. Ich kann das nicht glauben. Wenn wir die jetzt auch auffressen, dann sind wir ja der schlimmste Mensch aller Zeiten. Mama? Bist du meine Mama? Oder wer genau bist du? Ja, ich will gar nicht, kratz dich auf jeden Fall auf. Oh ja, das ist lecker. Oh ja, das schmeckt so gut. Oh, ich werde deine Atem und dein Hals. Ja, ja doch. Lecker. Mit Abgang von so einem Chicken Wing, so ein bisschen. Das war lecker. Nom, nom, nom. Wieso frisst sie alle auf? Wir sind die richtige Hexe. Jetzt ohne Witz. Werden wir jetzt zur neuen Hexe, weil wir die alte Hexe gekillt haben? Warum war sie da? Wieso hat sie uns verfolgt? Warum hat sie alle Sachen kaputt gemacht? Um was geht's denn jetzt in diesem Spiel? Ja, moin. Wir sind wieder unten. Aber diesmal aus einer anderen Perspektive. Wir wirken auf jeden Fall sehr viel stärker, oder? Ein bisschen selbstbewusster. Also sehr viel selbstbewusster. Unser Ego ist jetzt richtig riesig. Wir haben jetzt die... Alter, wir machen halt auch alles kaputt. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Ich habe die Hexe getötet. Und damit ihre Macht in mir aufgenommen. Ihr seid es, die Kinder fressen. Obwohl ihr wisst, dass Kinder mehr zu bieten haben als nur ihr Fleisch. Ihr sollt an eure eigenen Gier verrecken. Sterbt, ihr Mistkerne. Sterbt alle. Ich sauge euch. Euren Lebensring und all eure Seelen in mich auf. Möge alles Schlechte, was euch verzehrt, in mich hineinkommen. Ich bin der neue God of War. Scheint dann aber jetzt doch das Ende zu sein, gell? Die Sache ist, wir sind trotzdem auf dem Schiff. Ja, hier. Die Räume der Herrin. Letzte Errungenschaft. Ist schon ein cooles Ende. Ich habe ein paar Fragezeichen im Kopf. Also warum das überhaupt alles passiert ist? Klar, die haben jetzt irgendwie einfach Kinder gefressen und so. Und das war die Story, oder was? Die wollt einfach Money haben, obwohl sie zaubern kann und sich wahrscheinlich auch einfach Money herzaubern könnte? Die mochten einfach Menschenfleisch, Kinderfleisch? Oh, das ist keine gute Idee. Kleiner Nimbus, komm mir nicht zu nah, sonst fresse ich dich auf. Dann seid ihr tot. Meine einzigen Freunde. Oder machen wir jetzt den Abgang wie aus Game of Thrones von diesem einen König. Dass wir ins Wasser springen und einfach sterben. Ui, was ist das denn für ein Ende? Okay, also es war ein sehr kurzes Projekt. Aber wie gesagt, vom Artstyle mega geil. Es hat mich mega an Chihiros Reise ins Zauberland erinnert. Habe ich jetzt schon zum 8. Mal erzählt in diesem Let's Play. Aber es ist halt einfach so. Und Chihiros Reise ins Zauberland oder Spirited Away, wie es ja auf Englisch heißt. Mega guter Film. Einer meiner Lieblings-Anime-Filme tatsächlich. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann guckt ihn auf jeden Fall auch an. Wenn ihr noch sehr, sehr klein seid, also keine Ahnung, unter 12, dann würde ich ihn euch nicht empfehlen. Weil ich glaube, für unter 12-Jährige ist Chihiros Reise ins Zauberland ein bisschen weird. Und sorgt vielleicht auch für kleine Albträume, wenn wir schon bei Little Nightmares sind. Ja, also vom Artstyle kriegt das auf jeden Fall eine 10 von 10 von mir. Vom allgemeinen Spielablauf kriegt das nur eine 7. Vielleicht sogar nur eine 6. Sagen wir 6,5, da ist es in der Mitte. Oh, haben aber auch ganz schön viele Leute dran teilgenommen. Ja, das war's dann aber mit diesem kurzen Let's Play. Könnt mir ja mal schreiben, wie ihr das fandet. Ich fand's nice. Schönes kleines Indie-Spiel. Und ich freue mich dann tatsächlich auf den zweiten Teil. Mal gucken, wie viel der kosten wird. Da kommt ja jetzt die Wochen. Und dann könnte man den eventuell auch mal anspielen. Es gibt auch noch mega viele DLCs für dieses Spiel hier, also für den ersten Teil. Ich glaube so 3 oder 4, vielleicht sogar noch mehr. Aber die sind alle teuer und die gibt's nicht bei Keymailer. Und deswegen mal gucken, ob ich die überhaupt spielen will. Aber den zweiten Teil könnte man sich auf jeden Fall angucken, wenn er dann rauskommt. Dann gibt's, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Ich warte noch mal kurz ab, ob nach den Credits irgendwas kommt. Wieder so Marvel-Style. Man kennt's, man muss immer die Credits abwarten. Aber ich fand das tatsächlich gar nicht zu kurz. Also klar, 2 Stunden war das jetzt. Aber ich glaube, das ist sogar lecker. Das ist sogar leckerer als bei Limbo gewesen. Hat es halt mehr oder weniger einen schönen Spielfilm. Das war halt der Spielfilmlänge. Länge. Noch in Ordnung. Deutschland, Marketingdirektor Frieda Bad
Tussek, ja, klingt sehr deutsch, Michael Krete und Marco Süß, oh, Christina Derhardt und Christian Vogel. Tolle Leute, die in Deutschland hier gearbeitet haben. Wow. Und damit sind wir auch am Ende der Credits angekommen. Wie gesagt, ich habe noch ein paar Fragezeichen im Kopf, warum ist ein Spiegel genau der Auslöser war, was genau sie gegen Spiegel hat, warum sie überhaupt die böse Typin war und warum wir jetzt plötzlich die neue Typin sind. Aber eventuell kriegt man das ja im zweiten Teil raus. Wie wär's denn damit? Haben die mit Absicht ein paar Fragezeichen im Kopf liegen lassen? Und es gibt keine After-Credit-Szene, wie es scheint. Oh, doch! Ha! Hat sich das gelohnt, die 10-Minuten-Credits anzugucken. Danke fürs Spielen. Wir sind einfach auf einer blöden Insel. Waren wir nicht eben noch auf Schiff? Ist das jetzt meine Insel? Baue ich jetzt mein eigenes Land auf? Okay, da scheint nichts mehr zu passieren. Das ist die End-Credit-Szene. Wir sind auf einer einsamen Insel, wo wir niemanden mehr was Böses antun können? Oder so? Hä? Schreibt mal bitte eure Vermutung in die Kommentare, warum diese Endscene hier gewählt worden ist. Weil ich verstehe es gar nicht. Hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem kleinen Projekt und dann bis zum nächsten Mal bei irgendwas anderem. Tschüss.